Guten Abend, meine lieben Leute da draußen. Hier ist der Nexor wieder, diesmal ausgeschlafen. Und ja, wir sind wieder hier am Zocken, The Legend of Zelda. Ich bin leider die letzte Woche überhaupt nicht mehr dazu gekommen, noch irgendwas zu tun. Also bei mir war die stressige auch Woche. Die Woche auch stressig und deshalb habe ich mich jetzt einfach entschieden, hey komm, wir machen heute einfach wieder mal eine Folge. Und ja, wir haben zum Glück endlich wieder volle Herzen, gerade eben gekriegt. Ich habe übrigens auch ich war so übernächtigt letzten Sonntagmorgen, dass ich einfach nicht mal gespeichert habe. Ich habe sogar das Speichern vergessen. Ja, und deshalb würde ich einfach sagen, wir machen jetzt einfach weiter und gucken, dass wir jetzt diesen doofen Endboss hier besiegen. Wir müssen jetzt das Viech immer noch aus dem Wasser ziehen. Hier oben kommen wir ja nicht weiter, beziehungsweise geht es auch schon weiter, aber da sind wir schon durch. Ja, jetzt müssen wir diesen doofen Endboss hier besiegen und jetzt gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Also, Attention, aufgepasst! Los geht das. Und da ist er. Gut, gucken wir, dass uns nicht sofort wieder trifft. Autsch. Einmal, zweimal. Ah! Voll daneben. Ah, falsche Taste. Oh. Aber diesmal kriege ich es, glaube ich, hin. Diesmal sieht schon viel besser aus als das letzte Mal. So. Dann gucken wir hier. Schieß einmal bitte. Fuck. Einmal. Nein, daneben. Aber das kriegen wir noch hin. Auf jeden Fall. Diesmal haben wir noch volle Herzen fast. Einmal kann man sie nur treffen, okay. Dann gucken wir, dass wir... Anderthalb Herzen. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Wir haben noch keinen kaputt gekriegt. Einen jetzt aber. Sehr schön. Einmal drauf und... Zweimal drauf. Komm, noch einen Hammer. Das wird jetzt einfach. Weil, wenn du nicht auf uns drauf hoppst. Ja! Geschafft! Juhu! Geschafft! Gib mir die Fee. Meine Fee. Oh, Leute. Das ist echt angenehm zu wissen, dass wir endlich über diesen doofen Endboss hier raus sind. Der Zero Soul, war es, glaube ich, der hat in der letzten Folge, bei meiner übernächtigten Folge, auch geschrieben, so, boah, wie er diesen Gegner gehasst hat. Ich habe dieses Mal die, übersprungen, euch mal zu erzählen, was abgegangen ist, weil einfach teilweise gar nicht so viel los war und, jetzt aber nicht hier sterben, bitte. Doofe Blumenschrauber. Ja, und ich werde es ab jetzt wahrscheinlich immer so machen, dass ich immer, wenn wieder ein paar Kommentare gekommen sind, dann werde ich euch das machen. Und, dann werde ich euch wieder berichten, was abgegangen ist. Und ja, bis dahin werde ich jetzt einfach mal für euch wieder gescheit weiterzocken. Heute werde ich auch wieder zwei Folgen auf jeden Fall aufnehmen. Oh, hier oben ist schon die Posttür. Habe ich aber leider noch keinen Schlüssel dafür. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwo weiterkommen. Ein Herz und noch ein Herz. Das brauchen wir gerade gar nicht. So, dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, wo wir noch hin müssen. Weil irgendwie sind wir hier schon ver... So, gucken wir mal. Hier in der Etage waren wir überall bis auf den Boss. Eine Etage unten drunter fehlt uns auch noch ein Raum. Und da drüben ist noch eine Kiste. Da würde ich sagen, müssen wir jetzt erstmal zu dieser einen Kiste. Warum auch immer. Aber wie kommen wir jetzt dahin von hier aus? Das ist echt... Muss ich erstmal gucken. Wo sind wir jetzt hier? Ah, falsche Taste. Hier muss ich hin. Aber mit dem Gamepad zu spielen ist immer so... einmal ganz außen rum, so wie es ausschaut wieder. Lass uns mal hier durchgehen einfach. Gucken, wo wir hier langkommen. Wieder an den Anfang. Und der Anfang sagt, dass es hier durchgeht. Ja. Bevor ich jetzt wieder irgendwie alle Herzen... falsch. Alle Herzen verliere.
mache ich jetzt die Viecher erstmal fertig. Einmal. Ah. Falsche Taste. Du-lu-du-lu-dum. Und dann hier. Wie kommen wir da nach hinten? Ich glaube, da müssen wir irgendwie entweder runterfallen irgendwo. Hm. Komm, wir nutzen einfach nochmal die Arcanum-Kerne und fragen mal die Eule da. So. Hallo Eule. Verteidigung ist der beste Angriff gegen Stachel-Dingsbumsies. Ja, die habe ich aber schon besiegt hier, die Stacheldinger. Ich weiß ja, wie ich gegen die dran komme. Ich glaube, ich muss nochmal hier rüber. Probieren wir es einfach nochmal aus. Springding. Ah! Falsch. Ich habe schon gedacht, ich falle jetzt runter. Ah, so ungefähr, genau. Und nein, zu früh gesprungen, zu spät gesprungen. Und schon wieder. Naja, wenigstens gibt es hier nochmal 5 Rubine für uns. So, aber jetzt haben wir es. Ach, die Musik ist so toll. Da oben war ich. War ich da oben schon? Da oben war ich auch noch nicht. Stimmt, guck mal. Hier muss man lang. Da, wie ging's denn da hoch? Wie ging's denn da hoch? Ich weiß es nicht mehr genau. Ah doch, halt, da war ich schon. Ah! Guckt mal, Leute, ich glaube, ich sehe, wo ich lang muss. Ich bin das letzte Mal einfach nur hier unten lang gegangen und bin die erste Abzweigung gleich abgehauen. Und dann geht's noch eine zweite Abzweigung lang. Also heißt, ich weiß wieder, wo ich lang muss. Da nach oben. Komme ich leider nicht so hoch. Heißt, ich muss hier wieder zurücklaufen. Da hoch. Einmal hier hin. Jetzt hier wieder drüber hopsen. Und hier wieder nach unten. Und genau, wieder in diesen, in den Teleportale. Teleportalierungs-Dingsbums. Und hier hoch. Da kommen wir dann nämlich jetzt weiter. Wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar, indem wir nicht einfach so blindäugig hier langlaufen und sehen, oh, da geht's hier nur zum Buschmonster, sondern wir gehen einfach hier hinten lang und sehen, oh, da geht's hier noch weiter. Dann sind wir nämlich hier und kommen jetzt hier hinten lang. Hm, kann man hier irgendwas machen? Nö. Aber hier kann man runterfallen. Und jetzt sind wir hier. Ja. Jetzt sind wir hier. Kann man das hier wegschieben? Und jetzt? Okay. Ah. Ah. Ah, bleibst du da drin? Hä? Okay, Leute, jetzt wird's ein bisschen seltsam. Blub, blub. Wie komme ich denn da hoch? Machen wir das Ganze nochmal. Toll. Also ich kann das schieben. Aber mehr kann ich hier nicht schieben. Das geht nicht. Das geht erst recht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und das geht nicht. Eigentlich kann ich das nochmal schieben hier? Nee. Das hier auch nicht. Den hier kann ich auch nicht nochmal schieben. Und den kann ich auch nicht nach unten schieben. Ist aber doof. Und den kann ich auch nicht abzweigen hier. Hm. Ja, Leute, wie komme ich denn da durch? Fällt euch da irgendwas ein? Jetzt bin ich zwar in dem Raum, wo ich hin will, aber ich komme hier nicht rein. Ich komme hier nicht weiter. Das ist so ein ganz klein wenig hinderlich. Da ist nämlich der Bossschlüssel drin. Also, woanders kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass der Bossschlüssel ist.
Ich muss ja da, ich kann springen, das kann ich. Aber ich kann ja nicht drüber springen über die Dinger. Heißt, ich muss irgendwie es schaffen, eines von diesen Dingern so zu schieben, dass ich über das Loch drüber springen kann. Aber wie? Ziehen kann man die ja nicht, oder? Nee, anscheinend nicht. Das ist echt... Da haben sie sich mal wieder was ausgedacht, die lieben Nintendos Zelda-Erschaffer hier. Das nervt mich jetzt gerade so ein bisschen. Wie geht's hier weiter? Wenn jemand was weiß. Hier geht's nicht lang, hier geht's nicht lang. Das ist wirklich die letzte Kiste, die ich jetzt noch nicht eingesammelt habe. Nein! Ach nö! Ich habe euch doch gesagt, manchmal schmiert mir das Spiel ab, wenn ich die Etagen wechsle. Und genau das habe ich gerade gemacht und genau jetzt ist mir das Spiel abgeschmiert. Ach Leute, so ein Scheiß. Na gut, dann werde ich jetzt kurz einen Break machen und wieder bis dahin spielen, wo ich jetzt gerade bin. Ich muss nämlich jetzt nochmal den Endboss nochmal besiegen. Ja, ich hoffe mal, es hat vielleicht eventuell Auto gespeichert, aber ich schätze mal nicht. Heißt, ich muss nochmal kurz den Endboss besiegen. Also, wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hab's geschafft. Ging relativ flott. Ich habe jetzt irgendwie nur 2 Minuten dafür gebraucht. Aber ich wollte euch trotzdem nicht jetzt hier, wollte es euch ersparen, das Ganze nochmal mitzusehen. So, ich bin jetzt wieder direkt vor dem Raum. Fallen wir nochmal runter. Und sind jetzt wieder hier bei der Kiste. Jetzt schiebe ich mal erstmal keine Steine, sondern überlege mir erstmal, was wir hier machen können oder wie wir das hier machen können. Kriegen wir den hier da rein? Nee, den kriegen wir geschoben, verdammt. Wenn wir den geschoben kriegen, dann... das ist aber doof. Ihr habt keine Ahnung, Leute, oder? Wisst ihr nicht, wie wir hier durchkommen? Ich will jetzt nicht irgendwie cheaten oder irgendwie... Irgendwelche Webseiten befragen, auf denen steht, wie es geht. Weil eigentlich ist es ja langweilig. Wie können wir das hier machen? Erstmal abhauen von dem Ding. So. Blub, blub. Wir müssen... Eine Tasche oben drüber können wir uns auch nirgends runterdroppen lassen, oder? Warte mal, wir speichern jetzt erstmal kurz. Wenn es hier denn so geht. Sichern. Sichern und fortsetzen. Sehr schön. Wie kommen wir hier weiter? Das ist, wir können nur 3 Steine schieben. Also den da unten, vor dem ich gerade stand. Jetzt den hier oben, vor dem ich jetzt gerade stehe. Den haben wir schon einmal geschoben. Und den noch 2 unter mir. Mehr Steine können wir, glaube ich, hier echt nicht schieben. Ich hab's gefunden! Ich habe es gefunden! Oh, so ein Mist. Ich habe es gefunden! Wieso kann man jetzt den auf einmal schieben? Das ist ja... Grrr! Beschieden! Scheiden! Dingsbums! So, einen Moment. Da muss kurz was gemacht werden. So. Jetzt. Gut, dann haben wir das hier gerade so noch geschafft. Sehr gut. Und... Dieser Bossschlüssel gehört uns. Juhu! Das ist genial. So, warum konnte man jetzt diesen Stein auf einmal schieben und dann... wahrscheinlich habe ich genau den vorhin nicht probiert. Sag bloß, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist nämlich dann etwas trotzdem noch bescheiden. Ah, jetzt sind die Igel wieder da. Und das Schild raus und hallo Igels! Zack, 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 zack. 1, 2. Gut tot, gut tot. Absa. Komm mal her, Igel. So,
Den da und den da. Und dann habe ich den natürlich nicht. Schade. Wir holen uns aber, bevor wir zum Boss gehen, auf jeden Fall noch die zwei Herzen. Ich gehe jetzt nicht nochmal zu einem Bossgegner rein ohne Herzen. Oder ohne volle Herzen, weil, ja, ihr wisst, was das letzte Mal passiert ist. So, gucken wir nochmal kurz, ob wir vielleicht hier noch ein paar Rubine farmen können. Na. Herzen. Herz, Herz, Herz. Rubin, komm, Rubinchen, rote Rubinchen. Ich bin ein Fan von roten Rubinen. So, können wir jetzt eigentlich hier drüber? Ich glaube, wir können auch jetzt hier drüber, oder? Lass mich kurz gucken. Wir müssen nach oben. Ich weiß, kommen wir hier durch? Ich glaube, wir können jetzt hier rüber gehen. Hopsa. Das wollte ich. So. Das wäre geschafft. Ah ja, genau. Guck mal. Wir können hier hoch. Und dann sind wir schon wieder da. Ah, Manu. Gehst du mir aus dem Weg? Doofes Ding. So. Ja, an denen vorbei. Kann man da hoch nochmal? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie wir da hochkamen. Ach genau, ich muss durch den Zwischenboss-Gegnerraum. Und der Zwischenboss-Gegnerraum, der war... Wo war denn der? Ja, glaubt ihr es mir? Ich hab keine Ahnung mehr, wo wir lang müssen. Zwischenboss-Gegnerraum nicht da. Au. Diese Viecher sind böse. Ich glaube, wir müssten nach hier drüben, oder? Nee. Wo waren der Zwischenboss-Gegnerraum? Ach, ich weiß, was ich mache. Ich gehe wieder zurück an den Anfang der Höhle und lasse mich einfach in den Zwischenboss-Gegnerraum wieder rein teleportieren. Das ist doch das Einfachste von Welt so und... Ah, von überhaupt so. Zack. Zack. Jetzt kann ich mir nämlich auch nochmal hier gleich ein paar Herzen nochmal schnorren, die ich jetzt gerade schon wieder verloren habe. Kein Herz. Mann, oh, kein. Oh ja, noch eins. Komm, eins noch. Ja, sehr schön. Gut, dann können wir uns nämlich jetzt hier wieder rein teleportieren lassen. Dann müssen wir nämlich den ganzen Weg wieder laufen. Und dann müssen wir noch zweimal springen. Und dann sind wir beim Boss-Gegner. Ach Leute, ich habe heute wieder gute Laune. Es war ein schöner Abend und schöner Tag. Und jetzt ist schon wieder fast Sonntag und wir können alle wieder zusammen zocken. Und was will man mehr, außer mit mir zusammen zocken, hm? Ja. Wir haben übrigens seit neuestem ein neues Let's Play. Wir spielen wieder für euch, wie schon angekündigt, ein Let's Play. Ich wollte doch mit vollen Herzen da reingehen. Komm, jetzt krieg ich noch ein Herz. Wir haben jetzt wieder ein Portal 2 Let's Play. Und ja, werden zwei neue, ganz neue Gestalten machen. Portal 2 Koop. Und ihr könnt auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist auf jeden Fall gigantisch. Oh. Was zur? Okay. Wo kommen wir jetzt da hin, wenn wir hier runterfallen? Hier hin. Und dürfen uns dann wieder hoch katapultieren. Okay. Da ging es nicht hoch. Ach stimmt, genau. Wir müssen es so schieben, damit wir hier wieder hochkommen. Oh, es gibt sogar Herzen, das Ding. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, dass wir gleich wieder hochkommen. Genauso viele Herzen wie vorher. Ich warte jetzt hier einfach in der Mitte. Wenn ich nicht getroffen werde. Ich glaube, es kriegt wieder frische Herzen, wenn ich runterfalle. Na, also ich darf nicht runterfallen. Das ist Unsinn. Aber ich bin wenigstens wieder voll. Also der Gegner wird, glaube ich, relativ einfach. Wenn ich nicht runterfallen würde. Also der Gegner ist einfach, weil man nicht dran stirbt. Aber ich glaube, ihn zu besiegen ist trotzdem relativ schwer. Oh, zwei Herzen auf einmal. Das ist sehr schön.
Schwein dran, zweimal sogar. So, ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen hier. Nein. Boah. Ja, und geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, der war echt einfach. Also der Gegner war richtig einfach. Wow, jetzt haben wir endlich noch ein Herz dazugekommen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Herzen. Heißt, ich sterbe euch doch noch einen Tacken langsamer. Aber ihr wisst ja, wie das schon das letzte Mal war, als ich gesagt habe, ich sterbe ein bisschen langsamer. Dementsprechend schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Holen wir uns doch schnell die nächste Essenz ab. Und dann geht's los. Dann geht's weiter. Nein, dann mache ich einen Break. Ah, was ist das jetzt? Das ist die Essenz. Die helle Sonne. Du hältst die helle Sonne. Eine Essenz der Natur. Junge Sprösslinge wachsen schnell unter dem warmen Strahlen der hellen Sonne. Und wo bin ich jetzt? Hier draußen. Ach, guten Tag, Herr Baum. Was wehen Sie uns denn schon wieder herüber? Danke, Link. Auch ich spüre die helle Sonne. Ich träumte vom Wasserfall am Berg nördlich der versunkenen Stadt. Eventuell ist die nächste Essenz dort in der Nähe. Dieser. Jetzt scheucht er uns schon wieder durch die Gegend und schnarcht danach einfach selig weiter. So, ich glaube aber, bevor wir die nächste Essenz hier holen, gehen wir uns den nächsten Jahreszeitenstab holen. Ich würde sagen, das machen wir nächste Woche. In der nächsten Folge The Legend of Zelda Oracles of Seasons mit Janis Nexor. Janus hier für euch. Oh, jetzt habe ich meinen Vornamen verraten. Psst, das schneide ich raus vielleicht. Psst, psst, psst. Vielleicht mache ich ja mal irgendwann ein Gewinnspiel oder sowas. Merkt euch den Namen mal. Und, ja. Was bleibt mir noch zu sagen, außer bye bye, bis bald und ich wünsche euch was. Schaut bei uns rein, abonniert uns und ja. Ich bin der Nexo. Ihr schaut The Legend of Zelda Oracles of Seasons auf den Zwischenwelten online.